überlebt. Das Haus explodierte. Die Luftmine drückte uns an die Kellerwand. Türen barsten, Menschen schrien. Draußen brannte der Himmel. Mein kleiner Körper im Schutz nasser Decken, getragen von zitternden Armen durch den Feuersturm der brüllenden Stadt. Glühende Luft mitten im Winter. Sirenen fuhren dröhnend ins Ohr. Angst schnürte mir die Kehle zu. Wie Donner und Blitz begleitet vom Bombenhagel durch Straßen des Grauens stolpernd in einen hoffentlich sicheren Bunker. Das ist nach 70 Jahren des Erlebens entstanden. Und da kann ich sehen, dass das ganz tief in mir verwurzelt ist und dass das endlich raus kann. Ich bin darüber so froh, dass mir mein Hobby die Gelegenheit gibt, das loszuwerden. Also ich war auf alle Fälle ein Einzelkind und habe das sehr bedauert, dass ich keine Geschwister habe, weil ich immer niemanden zum Spielen hatte. Ich hatte eine Puppe, die habe ich geschenkt bekommen. Da war ich dem Bild nach 2 Jahre. Das ist das hier. Und das war meine Monika. Und die musste immer mit im Keller, also wo die Angriffe waren. Und es war irgendwie eine Freundin. Mit der Puppe habe ich erzählt, ich konnte ja alles sagen. Also wenn der Alarm kam, hat ja meine Mutter immer schon die Tasche bereit gehabt. Das Nötigste gepackt, wie auf einer Reise. Wie als wenn man verreisen würde. Und noch ein Stück Brot obendrauf. Man weiß ja nie. Und immer vorsorglich, mich an der Hand. Meine Puppe musste immer mit. Und dann sind mir die Keller, diese 3 Stockwerke runter, bis in den Keller waren es 4 Stockwerke. Da habe ich direkt eine Geschichte geschrieben darüber. Der Albtraum habe ich es genannt. Ich habe mich eingeschlossen gehabt. Meine Mutti war in der Brotunion, wie das so war. Sie mussten sich anstellen, immer mit der Tante zusammen. Haben Brot erstanden sozusagen. Und ich war alleine mit meiner Puppe. Ich konnte mit der reden, aber ich habe auf dem Gang draußen was gehört. Wir wohnten im 3. Stock auf dem Boden da, war so ein langer Holzgang. Und da habe ich was gehört, Geräusche. Und da habe ich einen Riegel an den Kastenschloss, Riegel vor. Und draußen ging es los, Alarm. Und meine Mutti war noch nicht da. Und als sie dann kam, da war die Türe zu. Meine Mutti hatte aufgeschlossen, aber es ging nicht auf. Und ich habe den Riegel ja auch nicht aufgebracht. Ich habe ja gar keine Kraft gehabt, den Riegel wieder rüberzuziehen. Es ging nicht und ging nicht. Natürlich entsteht Angst auf beiden Seiten. Meine Mutti hat mich angebetet, mach auf, es ist Alarm. Ja, ich bin auch vor Angst bald gestorben. Aber sie hat dann einen Hausmeister geholt, das war unser Hauswirt. Und der hatte unten einen Laden, die hießen Günther. Und er ist mit Werkzeug gekommen und hat versucht, die Türe aufzumachen. Es hat gescheppert und gehämmert und draußen die Sirenen und diese Angst. Also da habe ich wirklich große Angst ausgestanden. Und ich erinnere mich da nicht gerne dran. Es kommt aber immer wieder hoch und man vergisst es nicht. Ich war 3 Jahre. Das sind eben solche Dinge, die dann das Leben auch prägen. Und diese Angst, die ist aber auch in mir geblieben. Ich suche gerne irgendwie
sichere Orte auf. Vor allen Dingen, wenn Gewitter sich ankündigt, dann muss ich sehen, dass ich ins Haus komme. Da habe ich Angst, weil ich die Bomben höre. Das Dröhnen, das Donnern, das erinnert mich an das Geräusch von Bomben. Und das ist die Geschichte, die habe ich Roter Regen genannt am 5. März, wo ich im Keller saß und wo der Angriff war. Ja, erstmal war ich froh an den Tag, wo meine Mutti mit der Tante Gertrud in der Brotunion war, hatte meine Tante ihren Schlüssel verloren, ihren ganzen Schlüsselbund. Also die Tasche war in den Schutthaufen gelandet, weil sie gestolpert ist, es lag Schnee. Sie ist da hingefallen und hat die Tasche, die hat sich ausgeschüttet und sie hat das eingesammelt, was sie gefunden hat. Und das musste so gehen. Jedenfalls, wo sie wieder zurückkamen, die beiden, hat sie gemerkt, ey, ich habe meinen Schlüssel verloren. Und da ist sie nochmal hinaus in die Brotunion, Kalkstraße war das damals, und meine Mutti hat mit ihr geschimpft. Ich sagte, du kannst jetzt nicht weg. Die haben noch mal Alarm gemeldet und du bleibst hier. Und da war die aber schon weg. Die hat gesagt, sie hat nicht mehr und sie kann ja nicht in ihre Wohnung. Und ja, da ist sie abgehauen und hat ihren Schlüssel gesucht. Und das war ganz kurios. Sie ist dann zurückgekommen beim nächsten Angriff, wo das dann abends losging. Ist sie zurückgekommen, sie hat eine ganze Weile gebraucht, ist selber erst mal gestürzt und hatte keinen Schlüsselbund. Und dadurch musste sie zu uns in den Keller kommen. Da habe ich dann das Gespräch gehört im Keller zwischen meiner Mutti und der Tante, dass sie tüchtig mit ihr geschimpft hat. Und wie kann sie denn das machen? Und sie hatte noch ihre Verletzung, das war alles verkrustet. Und das hat ihr aber das Leben gerettet. Denn neben uns in der Ferdinandstraße hat sie gewohnt. Und da konnte sie ja nicht in ihre Wohnung und in ihren Keller. Und da ist sie bei uns untergekommen und das hat ihr das Leben gerettet. Weil dort eine Bombe reingeschlagen ist. Ja, also ich saß an der Wand zum Nachbarhaus mit meiner Mutter und mit meiner Tante. Und ich sag die Menschen, also von unserem Haus, die Leute saßen in dem Kellergang und diese Gesichter, die werde ich nie vergessen. Blass, in sich gekehrt, Angst. Die runde Lampe vom Kellergang leuchtete, düsteres Licht. Der Geruch, modrig im Keller. Und man macht sich als Kind nicht die Gedanken, die man eigentlich als Erwachsener dann hat. Und das ist das Gute an der Sache, wenn man Kind ist, dass man überhaupt nicht diese Gefahr so spürt, aber die habe ich erst so richtig gespürt, wo der Angriff lief, wo die Sirenen heulten und wo ich das Donnern von den Bomben hörte, die Einschläge, das kam immer näher und immer näher. Und das war so dumpf, so wumm und grollen. Das erinnert mich immer an ein Gewitter. Und dieses Geräusch, das hat mich beten lassen. Ich habe meine Hände gefaltet, habe die in einer Rockfalte versteckt, damit das niemand sieht und habe gemurmelt, lieber Gott, lass uns nicht von einer Bombe treffen, beschütze uns und behüte uns, Amen. Und dann hat es gepfiffen, die Donnerschläge kamen immer näher, ich habe ein Pfeifen gehört und plötzlich tat es krachen. Und das Krachen, das war wie eine Explosion. Diese Kellerwand, wo ich mit meinen Leuten saß, die hat es
reingedrückt zu uns in den Keller. Ich bin durch den Kellergang geflogen. Das weiß ich natürlich jetzt nicht so intensiv. Ich weiß bloß, ich bin weggeflogen und bin auf weichen Körpern gelandet. Mir ist nichts passiert in dem Moment. Ich lag dann auf dem Boden, die Leute sind über mich drüber gestolpert. Und ich bin dann weggerissen worden von einem Mann. Habe eine nasse Decke über den Kopf gekriegt. Und das hat mich bald erdrückt, die nasse Decke. Die war so schwer. Und der Mann, der hat mich mit rausgenommen, die Kellertreppe hoch. Das sehe ich noch vor mir. Und dann waren wir draußen und das, der ganze Himmel, das war alles wie Blut. Das hat alles diese Tropfen. Ich habe das auch gemalt. Ich habe mir das von der Seele gemalt. Das ist das Bild hier. So habe ich mich gefühlt, als wenn mich ein Pferd trägt, mit der Decke drauf und ringsrum Chaos, Krach, Feuer. Das war der Feuersturm von Chemnitz. Und als ich erwachsen war, habe ich erst gewusst, was mir passiert ist. Und dass das der Tag war. Ich habe das ja damals gar nicht registrieren können. Als die Hölle vom Himmel fiel, spie die Stadt Feuer, ihr Herz verbrannte, der Blick gefror, als sie ihr Gesicht verlor. In Schutt und Asche gebettet, Tote und Lebendige, am blutigen Morgen, nach eingebrannter Nacht, bin ich doch erwacht. Das ist mein Elternhaus, und daneben, das Nachbarhaus, da ist die Bombe rein, und diese Ecke hat es erwischt, und diese Wand, die die war unten eingedrückt. Da habe ich in den Keller da unten gesessen und da mussten wir alle raus. Und da oben in der Dachkammer, da haben wir gewohnt. Später dann, meine Tante ist rübergezogen zu uns. Die war Gott sei Dank mit in unserem Keller. Und ja, wenn ich das so sehe, kommen alte Erinnerungen hoch. Und ich darf hier stehen und darf das angucken im gesunden Zustand. Das ist, freut mich. Ich habe ja auch Gedichte drüber geschrieben. Ich kann mich da entlasten. Ich lese Ihnen mal das Gedicht vor. Überlebt. Das Haus explodierte. Die Luftmine drückte uns an die Kellerwand. Türen barsten, Menschen schrien. Draußen brannte der Himmel. Mein kleiner Körper im Schutz nasser Decken, getragen von zitternden Armen durch den Feuersturm der brüllenden Stadt. Glühende Luft mitten im Winter. Sirenen fuhren dröhnend ins Ohr. Angst schnürte mir die Kehle zu. Wie Donner und Blitz begleitet vom Bombenhagel durch Straßen des Grauens stolpernd in einen hoffentlich sicheren Bunker. Also eine brüllende Stadt, das heißt, es war ein Feuersturm. Es hat gelodert überall, das hat Geräusche gemacht. Das war, ja, wenn ein Haus brennt, das bratzelt und zischt. Und vor allen Dingen diese Balken, die haben gelodert wie eine Fackel. Diese Holzbalken, was kaputt war. Und das war die brüllende Stadt. Das waren überall Geräusche und das Zischen der Funken. Ich habe ja gedacht, es regnet Blut vom Himmel. Das war ja für mich, ich wusste ja nichts anzufangen damit. Aber die Decke hat mich ja gerettet. Bloß das hat sich eingebrannt in der nassen Decke, diese Funken. Und das Zischen, das kriege ich auch nicht los. Wenn ich darüber nachdenke, ich höre das Zischen immer noch. Die Erinnerung, die hat sich so eingeprägt, dass das bleibt. Eine Angst, die einen zuschnürt. Diese Urangst ums Leben. Also das merkt man schon als Kind, dass es da ums Leben geht. Ja, wenn man das erlebt hat, dann weiß man, dass das Leben sehr wertvoll ist und dass das ganz schnell vorbei sein kann.
Ich kann mich entsinnen, wo wir zum Bahnhof gelaufen sind, zum Zug. Da hatte mich meine Mutti an der Hand und ich hatte eine Riesenangst vor den Trümmern. Diese Balken, die da rausragten, das war wie ein drohender Finger. Also ich habe da als Kind gedacht, die drohen mir. Und diese vernagelten Fenster, es war ja alles, die Scheiben waren ja kaputt. Es war alles mit Pappe vernagelt und es war also ein düsterer Anblick. Man hat gar nicht gedacht, dass hier noch Menschen leben können. Und ich habe auch gesehen, wie ein Haus, wo die Wände weg waren, wo die Treppe frei lag, wo oben noch Möbel standen und der Ofen und der Handtuchhalter hing noch an der Wand. Ich habe mich gefragt, schon als Kind, wie sind die Leute dort runtergekommen? Ob die noch leben, ob die im Keller überlebt haben? Da habe ich mir damals schon Gedanken drüber gemacht. Und das ist das, wo ich mich heute wundere, dass ich also dankbar bin und auch gebetet habe, dass mir das alles erhalten blieb, mein Leben und das Leben meiner Angehörigen. Ich habe auch meinen Vater wiederbekommen. Er ist aus dem Krieg dann 1946 wiedergekommen. Er war in Sibirien, hat die Hand erfroren gehabt. Und diese linke Hand, ich werde das nie vergessen, da war dann der Winter 1946, 1947, der kalte Winter. Und da habe ich eine Geschichte drüber geschrieben, wie das eben damals war mit den Kohlen, mit der Feuerung, dass man eben die Briketts einteilen musste, dass die nicht alle wären. Und doch war es so kalt. Mein Vater, wo der dann da war, ist immer zum Bahnhof gegangen. Und wenn die Güterzüge reinkommen und haben Kohlen verloren, Briketts verloren, die hat er eingesammelt und brachte die nach Hause. Mir tut meine Mutter heute noch leid, dass die das durchmachen musste. Und ich habe auch von Anfang an meiner Mutter ein Dankesgedicht geschrieben, was die, das kam ja auch so, das war mir ein Bedürfnis, das zu schreiben. Kriegsmütter. Die Wehen trieben sie zu Fuß in die Klinik, mit Koffer. Sie verlor das Fruchtwasser und wurde beschimpft für ihr spätes Kommen. Zwischen ihrem Schmerz und dem Heulen der Sirenen brachte sie ihr Kind zur Welt. Sein Schrei machte sie glücklich. Müde und schwach betrachtete sie das Wunder. Kein Mann, der sie abholte. Vater kämpfte an der Front. Weder Bahn noch Taxi, doch das Haus stand noch, als sie mit ihrem Bündel Leben nach Hause kam. Der Hunger nagte, ihr Baby schrie, Sirenen bestimmten die Nächte von Mutter und Kind. Immer das Nötigste griffbereit zur Flucht in den Keller. Kriegsmütter, danke Mutter.